Jeder von uns kennt diese Geschichte. Gemäß dem biblischen Buch Genesis formte Gott den Menschen nach seinem eigenen Bild und Gleichnis. Wie wir gleich sehen werden, ist die biblische Beschreibung der Schöpfung des Menschen eine vereinfachte Version einer ähnlichen Geschichte aus Mesopotamien, die mehr als 1000 Jahre früher aufgezeichnet wurde. Lasst uns also einen genaueren Blick auf die Erzählung der Menschenschöpfung laut Bibel und der sumerischen Tradition werfen. In diesem Material konzentrieren wir uns ausschließlich auf spezifische Zitate aus der Bibel und Texte aus Mesopotamien. Für viele Zuschauer wird dies die erste Gelegenheit sein, einen Abschnitt über die Schöpfung des Menschen nach den Sumerern zu hören. Traditionell werden wir zuerst die Geschichte aus der Bibel vorstellen, dann zur Geschichte übergehen, die auf mesopotamischen Tafeln aufgezeichnet ist, und am Ende beide Geschichten vergleichen. Direkt zur Sache kommend, beginnen wir mit einem Einblick in die Heilige Schrift. Nachdem die Tiere erschaffen wurden, spricht Gott die Worte, die wie folgt lauten. Buch Genesis, Kapitel 1, Vers 26. Und Gott sprach: Lasset uns Menschen machen nach unserem Bilde uns ähnlich. An diesem Punkt ist es wert, innezuhalten. Für viele Menschen ist dieser Bibelvers überraschend, da er die Verwendung der Pluralform nahelegt. Um dies zu erklären, ist es notwendig, auf das Original in Hebräisch zurückzugreifen und eine kurze linguistische Analyse durchzuführen. Im hebräischen Text der Bibel erscheint zu Beginn nicht einfach das Wort Gott. Stattdessen tritt der Begriff Elohim auf. In der Singularform ist Gott El oder Eloah. Grammatikalisch ist der Begriff Elohim eine Pluralform. Im Hebräischen deutet die Endung im üblicherweise auf den männlichen Plural hin. Wörtlich bedeutet Elohim Götter. Jedoch, bezogen auf den Gott des Judentums, wird Elohim traditionell als Singular interpretiert, was aus der Verwendung des Verbs im Singular im Kontext dieses Begriffs resultiert. Betrachten wir dies am Beispiel des zitierten Verses. Und schließlich sprach Elohim: Lasset uns Menschen machen nach unserem Bilde uns ähnlich. Hier beobachten wir die Verwendung des Plurals. Elohim, ein Verb im Plural, lasset uns machen, ein Pronomen im Plural, unser, sowie die Phrase uns ähnlich. All dies bezieht sich auf den Plural. Währenddessen ist das Verb, das mit Elohim einhergeht, im Singular sprach. Wie man sieht, ist diese Angelegenheit faszinierend und nicht ganz eindeutig. In biblischen Texten findet man oft, dass neben dem Wort Elohim ein Verb im Plural steht. Religiöse Menschen sowie Experten der hebräischen Sprache weisen darauf hin, dass dies ein Beispiel für den sogenannten Pluralis Majestatis sein könnte, die Verwendung des Plurals, um den Majestät und die Würde einer Person zu betonen, was eine von Monarchen angewandte Sitte ist. Deshalb wird der Begriff Elohim in unseren Bibelübersetzungen als Bezug auf den einzigen Gott interpretiert. Kehren wir nun zur Geschichte der Erschaffung des Menschen zurück. In den Heiligen Schriften lesen wir also, und schließlich sprach Elohim: Lassen wir den Menschen in unserem Bild uns ähnlich erschaffen. Er soll herrschen über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels, über das Vieh, über die ganze Erde und über alle Kriechtiere, die auf der Erde kriechen. Wie man sieht, drückt Elohim in der Bibel, unabhängig davon, ob es sich um einen einzigen Gott oder viele Götter handelt, die Absicht aus, den Menschen nach seinem Ebenbild und seiner Gestalt zu erschaffen. Dieser Wunsch wird deutlich ausgedrückt, worauf im nächsten Vers die Worte folgen: So erschuf Elohim den Menschen in seinem Bild. Im Bild Elohim erschuf er ihn. Männlich und weiblich erschuf er sie. Diese Worte sind besonders bedeutend. Der Autor des Buches Genesis wollte betonen, dass der Mensch nach dem Bild Elohim erschaffen wurde. Diese Information war so wichtig, dass der Autor sie gleich dreimal erwähnte. Wir erfahren auch, dass Elohim sowohl den Mann als auch die Frau erschuf. Im weiteren Verlauf des Textes finden wir: Daraufhin segnete sie Elohim und sagte zu ihnen: Seid fruchtbar und vermehrt euch, unterwerft die Erde und macht sie euch untertan, herrscht über die Fische im Meer, über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die auf der Erde kriechen. Und Elohim sprach: Siehe, ich habe euch jede Pflanze, die Samen trägt, auf der ganzen Erde und jeden Baum gegeben, dessen Frucht Samen in sich trägt. Sie sollen euch zur Nahrung dienen. Indem Elohim die Menschen erschuf, beschenkte er sie anschließend mit Pflanzen, die Körner und Früchte als Nahrung tragen. So endet diese lakonische Beschreibung der Schöpfung des Menschen. Doch wie wir gut wissen, enthält die Bibel zwei verschiedene Beschreibungen der Erschaffung des Menschen. Die zweite beginnt zu Beginn des zweiten Kapitels des Buches Genesis. An dieser Stelle ist Jahwe der Protagonist der Schöpfung. Betrachten wir das Buch Genesis,
Kapitel 2, Vers 4. Das sind die Geschichten der Himmel und der Erde bei ihrer Erschaffung. Als der Herrgott Erde und Himmel machte. Von diesem Moment an wird ein anderer Begriff verwendet, der in unsere Sprache als Herrgott übersetzt wird. Im hebräischen Original wird dieser Begriff als Yahweh Elohim bezeichnet, der Herr ist Yahweh. Die erste Erwähnung des Gottesnamens Yahweh in der Bibel findet hier statt. Dieser Name, den Yahweh oft verwendete, um sich selbst zu präsentieren, war gut bekannt. Lassen Sie uns also weiterlesen. Dies sind die Geschichten der Anfänge nach der Erschaffung von Himmel und Erde. Als Yahweh Elohim die Erde und den Himmel machte, gab es noch keinen Feldstrauch auf der Erde und kein Gras des Feldes war gewachsen. Denn Yahweh Elohim hatte keinen Regen auf die Erde gesendet und es gab keinen Menschen, um den Boden zu bebauen. Aber ein Nebel stieg aus der Erde auf und bewässerte die ganze Oberfläche des Bodens. Dann formte Yahweh Elohim den Menschen aus dem Staub der Erde und blies in seine Nase den Atem des Lebens, sodass der Mensch zu einem lebenden Wesen wurde. Der zweite Bericht über die Erschaffung des Menschen in der Bibel sagt, dass es anfangs niemanden gab, der den Boden bearbeiten konnte. Deshalb entschied sich Yahweh, den Menschen zu erschaffen. Aber Yahweh schuf den Menschen nicht aus dem Nichts, sondern formte ihn aus dem Staub der Erde, indem er bereits vorhandenes Material umwandelte. Die Bibel gibt jedoch nicht den genauen Ort an, an dem Yahweh den Menschen erschuf. Der achte Vers sagt, und nachdem er den Garten Eden im Osten angelegt hatte, setzte Yahweh Elohim dort den Menschen ein, den er geformt hatte. Somit verlegt Yahweh den Menschen in den Garten Eden. Anschließend beschreibt die Bibel den Standort dieses Gartens. Und der 15. Vers besagt, Yahweh Elohim nahm also den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, damit er ihn bebaue und hüte. Das zweite Kapitel des Buches Genesis informiert uns, dass Yahweh den Menschen erschuf, um die Erde zu bebauen und den Garten zu pflegen. Adam, erschaffen für die körperliche Arbeit, ist von Anfang an dieser Rolle gewidmet. Das hebräische Wort Adam bedeutet Mensch, Menschheit, bezieht sich aber auch auf eine spezifische Person, nämlich Adam, der in den Garten Eden versetzt wurde. Der Name Adam hat seine Wurzeln im hebräischen Wort Adama, was Erde bedeutet, aus der er geformt wurde. Die Bibel fährt fort, dann sagte Yahweh Elohim, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, ich werde ihm also eine passende Hilfe machen. Adam wird somit mit den Tieren bekannt gemacht und Yahweh entscheidet sich, eine Frau zu erschaffen. Diese Beschreibung wird noch faszinierender, wenn wir lesen. Dann ließ Yahweh Elohim den Mann in einen tiefen Schlaf fallen und während er schlief, nahm er eine seiner Rippen und füllte die Stelle mit Fleisch. Danach baute Yahweh Elohim aus der Rippe, die er dem Mann entnommen hatte, eine Frau und brachte sie zum Mann. Wir haben gerade eine sehr interessante Beschreibung gelesen. Yahweh ließ Adam in einen tiefen Schlaf fallen. Während Adam schlief, entnahm Yahweh eine seiner Rippen und schuf daraus eine Frau. Das hebräische Wort Bana bedeutet wörtlich bauen. Die Frau wurde gebaut und der Mann geformt. An diesem Punkt endet der biblische Bericht über die Schöpfung. Mann und Frau lebten wohlhabend im Garten Eden, bis Nachash sie überredete, die verbotene Frucht zu kosten. Jeder von uns kennt diese jüdische Geschichte über den Beginn der Menschheit. Lassen Sie uns nun die Geschichte der Menschheitsschöpfung aus Mesopotamien kennenlernen, die, wie Sie gleich sehen werden, viel faszinierender ist. Beim Hören dieser Geschichte werden wir sofort offensichtliche Ähnlichkeiten erkennen, die wir genau analysieren werden. In der Mitte des 19. Jahrhunderts entdeckten britische Archäologen, die im Gebiet des heutigen Iraks arbeiteten, Tafeln mit der Literatur der mesopotamischen Zivilisation, einschließlich der Gedichte der Babylonier, Akkader und Sumerer. Diese Texte waren über 1000 Jahre älter als die biblischen Aufzeichnungen. Viele davon erzählen von der Schöpfung des Menschen. Dies sind Werke wie Eridu Genesis, Atrahasis, Enuma Elish, Debatte zwischen Schaf und Korn, Enki und Ninma. In jeder dieser Geschichten wird die Menschheit von den Göttern Anunnaki erschaffen. Wie allgemein bekannt ist, waren die Anunnaki-Gottheiten, die von den Sumerern verehrt wurden, Vertretern der ältesten fortgeschrittenen Zivilisation in der Geschichte. Die führende Figur unter den Anunnaki war An, der im Himmel wohnte. Da An jedoch selten auf die Erde herabstieg, wurde die praktische Kontrolle von seinen Söhnen Enki und Enlil ausgeübt. Eine Schlüsselrolle bei der Erschaffung der Menschheit spielte auch die Göttin Ninhursag, die auch als Mami oder Nintu bekannt ist. Ausgehend vom sumerischen Schöpfungsmythos, bekannt als Eridu Genesis, geschrieben in sumerischer Sprache. Leider ist dieser Text stark beschädigt und weist viele Lücken auf. Dennoch finden wir dort Worte. Als An, Enlil, Enki und Ninhursag die schwarzköpfigen Menschen formten, erschufen sie kleine Tiere, die aus der Erde kamen.
Die Sumerer bezeichneten sich selbst als Sagiga, was schwarzköpfig bedeutet. Diese Bezeichnung wurde auch von den Akkadiern verwendet. Die Glaubensvorstellungen der Sumerer besagten also, dass sie von An, Enlil, Enki und Ninhursag erschaffen wurden. Der renommierte Historiker, Professor der Assyriologie, Experte für die sumerische Sprache, Thorkild Jacobsen, fasst die unvollständige, beschädigte Geschichte aus dem Text Eridu Genesis folgendermaßen zusammen. Eridu Genesis beschreibt die Schöpfung des Menschen durch die vier großen Götter der Anunnaki. Nachdem Ninhursag entschieden hatte, dass der Mensch, der in primitiven nomadischen Lagern lebte, sich in Richtung eines städtischen Lebens entwickeln sollte, kam die Zeit, in der Tiere reichlich auf der Erde lebten und das Königreich vom Himmel herabstieg. Der älteste der Texte ist leider beschädigt. Die Details des Schöpfungsprozesses wurden auch in anderen Texten beschrieben, unter denen Atrahasis und Enki und Ninmar die detailliertesten Informationen enthalten. Lassen Sie uns also einen Blick in Atrahasis werfen. Als George Smith, ein Assyriologe, diesen Text entdeckte und übersetzte, bezeichnete er ihn als die chaldäische Genesis, erstaunt über seine Ähnlichkeiten mit der Bibel im Kontext der Sintflut oder der Schöpfung. Atrahasis behandelt nicht die Frage der Herkunft der Götter oder woher sie gekommen sein könnten. Die Erzählung beginnt mit einer Szene, in der die Götter sich im Gebiet Mesopotamiens aufhalten und sich in körperliche Arbeit engagieren. Als die Götter anstelle des Menschen die Arbeit verrichteten, trugen sie die Lasten. Die Lasten der Götter waren zu groß, die Arbeit zu schwer, die Mühsal zu viel. Die großen Anunnaki sorgten dafür, dass die Igigi die Mühe ertrugen. Diese Igigi waren ebenfalls Götter, aber die Beziehung zwischen den Anunnaki und den Igigi bleibt mehrdeutig. Wie Professor Nicole Brisch, Sumerologin und Assyriologin, berichtet, werden diese Begriffe manchmal austauschbar verwendet, während manchmal klare Unterschiede zwischen ihnen zu erkennen sind. Die Igigi werden oft als jüngere Götter beschrieben. Wir lesen weiter. Anunnaki zwangen die Igigi zur Last der Arbeit. Die Götter mussten Kanäle ausheben. Sie mussten die Kanäle, die Lebensadern der Erde, reinigen. Die Götter gruben den Tigris aus und dann gruben sie den Euphrat aus. Wie sich herausstellt, wurden die genannten Igigi gezwungen, Flüsse auszuheben, auf den Feldern zu arbeiten, sowie die Instandhaltung der Kanäle und Flüsse zu gewährleisten. Nach langen Jahren harter Arbeit entschieden sich die Igigi für einen Aufstand. Sie wollten die Arbeit nicht fortsetzen und begaben sich zum Tempel Enlils. Die Götter zündeten die Werkzeuge an. Sie kamen zum Tor des Enlil-Wohnsitzes. Es war Nacht. Das Haus wurde umzingelt, ohne dass Enlil es wusste. Infolgedessen umzingelten die unzufriedenen Igigi die Residenz Enlils, forderten einen Dialog. Enlils Helfer im Tempel, Kalkal und Nusku, weckten den Gott Enlil und informierten ihn über die Situation. Daraufhin beschloss Enlil, andere Gottheiten zu rufen. Enlil sandte nach Anu, damit dieser herbeigeführt wurde. Auch Enki wurde herbeigerufen. Der Himmelkönig, Anu war anwesend. Enki, der König des Abzu, teilnahm. Die großen Anunnaki waren zugegen. Enlil stand auf und die Angelegenheit wurde vorgebracht. Enlil sprach zu den großen Göttern. Letztendlich kam es zu einer Versammlung der Götter, die üblicherweise der Ort war, wo entscheidende Beschlüsse gefasst wurden. Enlil spricht zu der Versammlung und überlegt, ob der Widerstand gegen ihn wächst und ob er dem Konflikt entgegentreten soll, wobei er aus eigenen Beobachtungen die Unruhe der Menge vor seiner Tür wahrnimmt. Stehen sie gegen mich auf? Soll ich kämpfen? Nun, ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen. Die Menge lief um meine Türen herum. Anu schlägt Enlil vor, Nusku zu den Igigi zu schicken, um die Quelle ihrer Unzufriedenheit zu untersuchen. Weiter lesen wir, dass Anu sich an die anderen Götter wendet, um nach dem Grund ihrer Beschwerden zu fragen, über was beklagen wir uns? Ihre Arbeit war tatsächlich zu hart, sie hatten zu viele Probleme. Und Enki äußert sich während der Versammlung über die Last der Arbeit, die auf den Schultern der Igigi liegt, und bemerkt ihr ständiges Stöhnen und Weinen. Warum beschuldigen wir sie? Ihre Arbeit war zu hart. Sie hatten zu viele Probleme. Täglich hallte die Erde von ihrem Stöhnen und Weinen wider. Das Warnsignal war laut genug. Wir hörten ständig den Lärm. Enki schlägt vor, den Göttern ihre Arbeitslast zu erleichtern, indem man den Menschen als Wesen erschafft, das fähig ist, physische Arbeit als Sklave zu verrichten. Ninhursag, auch bekannt als Mami, Nintu oder Ninma, äußert sich während der Versammlung über ihre Rolle bei der Erschaffung des Menschen und betont, dass die Verantwortung für diese Tat bei Enki liegt. Es ist nicht richtig, dass ich ihn erschaffe. Diese Arbeit gehört zu Enki. Er macht alles rein, wenn er mir Ton gibt, werde ich es tun. Enki verspricht, eine Reinigung durch Waschungen an, den festgelegten Tagen vorzunehmen und dann vorzuschlagen, eines der Götter zu opfern,
dessen Körper und Blut mit Ton vermischt werden, um das Fundament für eine neue Schöpfung, den Menschen, zu bilden. Am 1., 7. und 15. Tag des Monats werde ich eine Reinigung durch Waschen vornehmen. Dann sollte ein Gott getötet werden. Nintu wird Ton mit seinem Körper und Blut mischen. Gott und Mensch werden im Ton vereint. Der Geist soll aus dem Körper des Gottes entstehen. Die großen Anunnaki antworteten, ja. Wie wir also sehen, während der Versammlung der Götter entscheiden die Anunnaki, den Menschen im Ebenbild der Götter zu formen, indem sie Ton, Blut und den Körper einer Gottheit verwenden. Bevor wir zum nächsten Teil des Atrahasis übergehen, werfen wir einen Blick auf einen Abschnitt aus dem Epos Enuma Elis. Tafel 6, Verse vom 31. bis zum 34. beschreibt die Erschaffung des Menschen aus dem Körper eines getöteten Gottes. Sie fesselten ihn vor Enki, verhängten seine Strafe und schnitten seine Adern durch. Aus seinem Blut schuf Enki die Menschheit, belastet mit dem Dienst an den Göttern. Dieser kurze Abschnitt findet in anderen Texten eine Erweiterung. Kehren wir also zum erwähnten Atrahasis zurück. Enki zusammen mit Ninhursag beginnen mit der Schöpfung des Menschen. Ilavela, der Intelligenz besaß, wurde in der Versammlung getötet und Nintu mischte seinen Körper und sein Blut mit Ton. Der Begriff Thema wird oft als Intelligenz oder Persönlichkeit übersetzt. Die Göttin verbindet also das, was Ilavela besaß, mit seinem Körper, Blut und Ton. Die Anunnaki und die Igigi spucken auf den Ton. Die Anunnaki wenden sich an Ninhursag. Wir nannten dich Mami, aber dein wahrer Name sollte Herrin aller Götter lauten. Dann gingen Enki und Mami in den Saal des Schicksals, um ihre Handlungen fortzusetzen. Der weitblickende Enki und die weise Mami begaben sich in den Raum des Schicksals. Die Göttinnen des Schoßes wurden versammelt. Er schritt über den Lehm in ihrer Gegenwart. Sie entnahm 14 Stücke Ton und platzierte 7 Elemente auf der rechten Seite, 7 auf der linken und dazwischen stellte sie einen Ziegel aus Schlamm. Sie nutzte Schilfrohre, schuf dies, um die Nabelschnüre zu durchtrennen. Sie rief die Weisengebergöttinnen 7 und 7. 7 schufen Männer, 7 schufen Frauen. Stephanie Daly, eine Expertin auf dem Gebiet der Sumerologie von der Universität Oxford, erklärt, dass die genannten Göttinnen für die Erschaffung von Männern und Frauen verantwortlich sind. Professor Alan Millard behauptet, dass 7 Männer trugen und 7 eine Frau trugen. Weiter lesen wir, die Gebärgöttinnen wurden versammelt. Nintu war anwesend. Sie zählten die Monate, riefen den 10. Monat als den Termin des Schicksals aus. Als der 10. Monat kam, schob sie den Stab hinein und öffnete den Schoß. Professor Millard weist darauf hin, dass Nintu eine Nadel verwendete, um den Schoß zu öffnen. Weiter lesen wir. Sie öffnete den Schoß. Ihr Gesicht strahlte vor Freude. Sie verrichtete die Arbeit einer Hebamme, sprach einen Segen aus. Ich selbst habe dies geschaffen. Meine Hände haben es getan. So wurde der Mensch in die Welt eingeführt. In verschiedenen Quellen finden wir zusätzliche Details. Der sumerische Text Enki und Ninma stammt aus der Zeit am Ende des 3. Jahrtausends vor unserer Zeitrechnung und seine Übersetzung verdanken wir dem herausragenden Sumerologen Professor Samuel Kramer. In seinem Werk Sumerische Mythologie präsentiert Professor Kramer eine Zusammenfassung dieses Textes, einschließlich eines besonders interessanten Abschnitts. Die Götter Anunnaki beklagen sich über ihre harten Bedingungen, was die Mutter Enkis dazu veranlasst, ihn zu wecken. O mein Sohn, erhebe dich von deinem Bett. Tue, was weise ist, erschaffe Diener für die Götter, lass sie produzieren. Enki erwägt die Situation und leitet eine Gruppe von herausragenden und fürstlichen Designern. Dann wendet er sich mit den Worten an seine Mutter, übersetzt von Professor Kramer. O Mutter, mein Wesen, dessen Namen du ausgesprochen hast, existiert. Verbinde dies mit den Göttern. Mische das Herz mit dem Ton, der über dem Abgrund ist. Die guten und fürstlichen Designer werden den Ton verdichten. Ihr werdet Gliedmaßen zum Leben erwecken. Ninma wird über dir wirken. Die Göttinnen der Geburt werden bei dir stehen. O Mutter, meine Botschaft. Das Schicksal des Neugeborenen wird Ninma mit den Göttern verbinden, als Mensch. Es ist nicht bekannt, was mit diesem Wesen verbunden war. Es könnte der Wille der Götter, ihr Bild oder sogar ihr Körper gewesen sein. In der Übersetzung, die auf der Webseite des elektronischen Korpus der sumerischen Literatur verfügbar ist, im Teil über Enki und Ninma, finden wir einen Abschnitt. Meine Mutter, das Geschöpf, das du zu erschaffen planst, wird wirklich entstehen. Leg ihm die Last des Korbbeladens auf. Du solltest den Ton vom Gipfel des Abzug kneten. Die Geburtsgöttinnen werden den Ton abknipsen
und du wirst die Form erschaffen. Lass Ninma deine Assistentin sein und lass Ninima, Kyuziana, Ninmada, Ninbarak, Ninmug und Ninguna bei der Geburt dabei sein. Mutter, nachdem du sein Schicksal verkündet hast, lass Ninma ihm die Arbeit des Korbbeladens auflegen. Der Text ist danach unvollständig. Später finden wir eine Erzählung über ein Fest, das von Enki ausgerichtet wurde, was laut Professor Kramer auf den Erfolg bei der Erschaffung des Menschen hindeutet. Diese Geschichte ist unvollständig und beschädigt, wird aber durch die Beschreibung von Versuchen zur Erschaffung von Menschen durch Enki und Ninma fortgesetzt, die anfangs fehlschlugen. Dem Text zufolge, Ninma nahm den Ton vom Gipfel des Abzu in ihre Hände und formte daraus einen Mann, der seine ausgestreckten, schwachen Hände nicht beugen konnte. Als zweites formte sie einen, der das Licht der Männer zurückwarf, einen Mann mit ständig offenen Augen. Als drittes formte sie einen mit gebrochenen Füßen, einen weiteren mit gelähmten Füßen. In einer anderen Übersetzung wurde der erschaffene Mensch als sehr dumm beschrieben. Als viertes erschuf sie einen, der seinen Urin nicht halten konnte. Als fünftes erschuf sie eine Frau, die kein Kind gebären konnte. Als sechstes erschuf sie ein Wesen ohne männliches oder weibliches Geschlechtsorgan am Körper. Enki entschied, dass diese Menschen trotz ihrer körperlichen Einschränkungen arbeiten würden. Nachdem Ninma sechs Arten von Menschen erschaffen hatte, beschloss Enki, seine eigenen Versionen der Menschheit zu erschaffen. Wie Professor Kramer bemerkt, bleibt die Methode, die Enki anwendete, unklar. Gemäß den Aufzeichnungen, Enki entwickelte eine Form mit einem Kopf und einem Mund in der Mitte und sagte zu Ninma, gieße das ausgepresste Samen in den Schoß einer Frau und die Frau wird den Samen ihres Schoßes gebären. Diese Schöpfung endete jedoch in einem Misserfolg. Weitere Aufzeichnungen berichten. Ninma näherte sich der Kreatur und stellte ihr Fragen, doch sie antwortete nicht. Sie bot ihr Brot zum Essen an, aber sie konnte danach nicht greifen. Sie konnte nicht auf... Nein, konnte stehen, konnte nicht sitzen, konnte sich nicht hinlegen, konnte nicht ein Haus betreten, konnte kein Brot essen. Ninma sagte zu Enki, der Mann, den du geformt hast, ist weder lebendig noch tot. Er kann sich nicht selbst versorgen. Wie Professor Kramer hervorhebt, folgt ein ausführlicher Austausch zwischen Enki und Ninma. Jedoch ist es aufgrund schwerer Beschädigungen und Fehlstellen auf den Tafeln schwierig, die volle Bedeutung dieser Diskussion zu erfassen. Die erhaltenen Textfragmente liefern keine Informationen darüber, ob Enki letztendlich Erfolg hatte, einen funktionierenden Menschen zu erschaffen, aber es lässt sich vermuten, dass ihm dies gelang. Diese Geschichte erinnert an eine ähnliche Erzählung, die in der Heiligen Schrift der Maya, dem Popol Vuh, enthalten ist, wo die Götter zunächst erfolglose Menschen erschufen, die intellektuell zu begrenzt waren, um Befehle zu verstehen, und letztendlich Menschen schufen, die ein Erfolg waren. Die zuerst erwähnten Menschen hatten wahrscheinlich keine Fähigkeit zur Fortpflanzung. Der sumerische Text, das Lied der Hacke, beschreibt, wie die Anunnaki zu Enlil nach Menschen mit schwarzen Köpfen kommen. Gemäß dem Text, er platzierte das erste Menschenmodell in einer Ziegelform. Er blickte wohlwollend auf seine Menschen mit schwarzen Köpfen. Jetzt näherten sich die Götter Anunnaim und verneigten sich vor ihm. Sie beruhigten Enlil mit einem Gebet, denn sie wollten von ihm die Menschen mit schwarzen Köpfen fordern. Ninmena, die Dame, die einen Herrscher gebären lässt, die einen König zur Welt bringt. Jetzt begann sie mit der Fortpflanzung der Menschen. Ninmena, auch bekannt als Ninhursag, befasst sich im Text mit der Reproduktion der Menschen mit schwarzen Köpfen. Dann wies Enlil sie an, körperliche Arbeit mit der Hacke im Dienste der Götter zu verrichten. Der sumerische Text, die Debatte zwischen dem Vogel und dem Fisch, zeigt, wie die Anunnaki, insbesondere Enki, Mesopotamien als Wohnort für die Menschen schenkten. Enki teilte die Flüsse Tigris und Euphrat, um Wasser dann aus den Bergen zu bringen, plante Wassersysteme, sicherte Sümpfe, Vögel sowie Fische. Wir haben noch einen sumerischen Text, die Debatte zwischen Schaf und Korn. Er stammt aus dem Ende des 3. Jahrtausends vor unserer Zeitrechnung. Professor Kramer hält ihn für den zweitwichtigsten sumerischen Text bezüglich der Schöpfung des Menschen. Er erzählt von der Ankunft der Götter Anunnaki auf dem Berg, der Himmel und Erde verbindet. Edward Herrer, ein amerikanischer Assyriologe und Archäologe, glaubte, dass dieser Ort das Zuhause der Götter war, wo die Menschheit ihr erstes Domizil fand. Jeremy Black, ein Historiker, schlug vor, dass das Gebiet ursprünglich ausschließlich für die Götter bestimmt war. Die Anunnaki erschienen dort vor der Schöpfung von Lahore, dem Gott des Vies, und Ashnan, der Göttin des Getreides. Vor ihrer Schöpfung existierten weder Vieh noch Getreide. Laut dem Text gab es bereits Menschen, aber sie waren wild.
Die Menschen jener Zeiten wussten nichts vom Essen von Brot. Sie wussten nichts vom Tragen von Kleidung. Sie gingen mit nackten Gliedmaßen wie Schafe, aßen Gras mit dem Mund und tranken Wasser aus Gräben. Zu dieser Zeit, am Ort der Götter, in ihrem eigenen Haus auf dem heiligen Hügel, schufen sie Schafe und Körner. Die unersättlichen Götter unternahmen die nächsten Schritte, die unterschiedlich interpretiert werden. Professor Kramer erklärt, dass zum eigenen Wohl in den reinen Schafställen erhielt der Mensch den Atem. Professor vergleicht dies mit dem biblischen Atem des Lebens, was darauf hindeutet, dass der wilde Mensch zivilisiert wurde und anfangen konnte, den Göttern Nahrung zu liefern. Eine andere Interpretation findet sich auf der Seite des elektronischen Korpus der sumerischen Literatur, wo wir lesen: Zum eigenen Wohl in der heiligen Schäferei gaben sie es der Menschheit als Mittel zum Lebensunterhalt. Nach dieser Version versorgten die Götter die Menschen mit Körnern, Getreide, Pflanzen und Vieh und führten die Viehzucht und Landwirtschaft ein. Das sind alle sumerischen Texte über die Erschaffung des Menschen. Bevor wir zum Vergleich der biblischen und sumerischen Erzählungen übergehen, müssen wir noch zwei wichtige Themen besprechen: den Garten Eden und Adam. Enki und Ninhursag ist ein weiterer Text, der von dem Garten der Götter erzählt, wie der Theologe und Professor des Alten Testaments, Robert Davidson, bemerkt. Finden sich Ähnlichkeiten zur biblischen Erzählung über die Sintflut, den Turm von Babel und die Schöpfungsgeschichten auch in der Geschichte vom Garten Eden. Er erinnert an den mesopotamischen Mythos vom Garten der Götter. Der Begriff Gan Eden stammt vom akkadischen Wort Edinu und dem sumerischen Edin, was Ebene oder Steppe bedeutet, eng verwandt mit dem aramäischen Wortstamm, der ein fruchtbares und gut bewässertes Land bezeichnet. Professor Kramer und Maxine Grossmann, Professor für jüdische Studien und Religion, weisen darauf hin, dass die Vorstellung eines Gartens der Götter oder eines göttlichen Paradieses seine sumerischen Parallelen hat. In der sumerischen Geschichte von Enki und Ninhursag ist Dilmun der paradiesische Wohnsitz der Unsterblichen, frei von Krankheit, Alter und Tod. Im sumerischen Garten der Götter kümmerte sich Enki um die Bewässerung, was das Wachstum von Getreide und Pflanzen förderte. Wir werden gleich zu Enki und seinem Garten zurückkehren, aber zuerst werfen wir einen Blick auf die Figur Adam. Wie wir festgestellt haben, verwendet die hebräische Bibel den Begriff Adam sowohl im Sinne des Menschen, als Gattung als auch als individuelle Person. Zeitgenössische Linguisten finden die Herkunft dieses Namens auch in der sumerischen Sprache, wo er »mein Vater« vom Wort Adamu bedeuten könnte. Der Historiker David Roll betont, dass eine kanaanäische Tafel aus Ugarit, die wesentlich älter als die Bibel ist, den höchsten Gott El mit dem Beinamen Abe Adam beschreibt, was Vater des Menschen bedeutet. Auch die assyrische Tafel K3364, eine Kopie einer älteren Tafel aus Babylonien, ist von Bedeutung. Im babylonischen Text Enuma Elish bat der höchste Gott der Babylonier, Marduk, Enki, um die Erschaffung des Menschen. Trotzdem zeigt das Dokument, dass es Marduk war, der tatsächlich den Menschen erschuf, indem er Enki übergangen hat. Gott Marduk erschuf den Menschen. Der Hauch des Lebens war in ihm, er möge aufstehen, möge sein Wille nicht in den Mündern der dunklen Rassen fallen, die er mit seiner Hand erschaffen hat. Es gibt viele Debatten über den Begriff Salmat Kakadi, der wörtlich dunkle Rasse oder dunkles Haar bedeuten kann. George Smith, ein Assyriologe, schlug vor, dass diese Menschen, die als Salmat Kakadi bezeichnet wurden, die ursprünglichen Bewohner Mesopotamiens sein könnten, die mit den Adamiten oder den Nachkommen des biblischen Adams in Verbindung stehen. In verschiedenen Fragmenten werden diese Menschen als Admi oder Adami bezeichnet, was der Name ist, der dem ersten Menschen im Buch Genesis zugeschrieben wird. Henry Seisse, ein Assyriologe, behauptete, dass die Babylonier zwei Gruppen von Menschen unterschieden: Adamu, die dunkleren, und Saku, die helleren. Einige Sumerologen und Assyriologen glauben, dass der Begriff Salmat Kakadi sich auf die schwarzhaarigen Sumerer bezieht, was mit ihrem Namen übereinstimmt. Bis heute wurden keine sumerischen Geschichten über Adam und Eva gefunden. Die Figur des sumerischen Adapa wird jedoch von Historikern als möglicher Prototyp des biblischen Adams angesehen. Es wird auf potenzielle Ähnlichkeiten und Verbindungen hingewiesen, wie die natürliche Ähnlichkeit der Namen, das Sein des ersten weisen Menschen und der Test des Essens des verbotenen Nahrungsmittels. Diese sind jedoch momentan nur Spekulationen. Die Tafel, die auf dem Bildschirm zu sehen ist, stammt aus dem 22. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung und ist bekannt als die sogenannte zylindrische Siegel von Adam und Eva. Der Assyriologe George Smith
beschrieb das Siegel als Darstellung einer männlichen und einer weiblichen Figur, die auf beiden Seiten eines Baumes platziert sind und ihre Hände nach der Frucht ausstrecken, während hinter der Frau eine Schlange positioniert ist. Smith und andere Forscher haben dies lange Zeit als Beweis interpretiert, dass die Geschichte vom Fall des Menschen bereits in Sumer bekannt war. Heutzutage glaubt man jedoch, dass das Siegel eine typische Bankettszene darstellt. Der Mann mit der gehörnten Kappe ist ein Gott, die Frau seine Verehrerin und die Schlange symbolisiert Fruchtbarkeit, was ich in meinem Video mit dem Titel Adam und Eva, die ursprüngliche Version, über die man nicht spricht, detailliert erklärt habe. Es ist möglich, dass ein noch unentdeckter sumerischer Text die erste einzigartige menschliche Paarung beschreibt, die zur Fortpflanzung fähig war. In diesem Kontext ist es erwähnenswert, dass laut der Bibel Adam und Eva nicht unbedingt die ersten Menschen sein mussten. Als Kain Abel tötete, fürchtete er, dass er von Gott verbannt und von jedem, der ihm begegnet, getötet werden würde. Deshalb erhielt er ein Zeichen und ließ sich im Land Not nieder, wo er seiner Frau nahe kam. Wie James Cagle, Professor für hebräische Literatur und Bibelstudien, und Mary Joan Wynne-Lyth, Professorin für Religionswissenschaften, anmerken, legt die biblische Beschreibung nahe, dass der Autor des Buches Genesis sich der Existenz anderer Menschen bewusst war, ihnen jedoch keine größere Bedeutung beimaß und sich ausschließlich auf Adam, Eva und ihre Nachkommen konzentrierte, wobei Personen außerhalb dieser Gruppe außer Acht gelassen wurden. Schauen wir uns also die Geschichte des Gartens der Götter und den Text über Enki und Ninhursag an. Enki, der sich in einem abgesonderten Garten aufhielt, entschied sich, 8 Pflanzen zu essen, die dazu führten, dass er ernsthaft erkrankte, starke Schmerzen in 8 Teilen seines Körpers erlebend. Die Göttin Ninhursag, nach Enlils Überredungen, beschloss, 8 Göttinnen zu erschaffen, deren Aufgabe es war, die verschiedenen Teile von Enkis Körper zu heilen. Ein Textausschnitt sagt, Ninhursag, mein Bruder, was schmerzt dich? Enki, mein Rippe tut mir weh. Ninhursag, Göttin Ninti habe ich für dich erschaffen. Ein Schlüsselbereich der Heilung durch Ninti war die Rippe. Im sumerischen Sprache bedeutet das Wort Ti, sowohl Rippe als auch Leben, was Ninti zur Herrin der Rippe oder Herrin des Lebens macht. Professor Robert Mieger, ein Experte auf dem Gebiet der Religionswissenschaft und Theologie, weist darauf hin, dass da Eva als Mutter des Lebens im Buch Genesis bezeichnet wird und aus Adams Rippe entstand. Die Geschichte von Adam und Eva möglicherweise aus der Geschichte über Ninti hergeleitet wurde. Ähnliche Vorschläge wurden auch von Kramer, Rohl und William Albright gemacht. Es lohnt sich auch, die Arbeit von Isaac Kikawada, einem Experten für Nahoststudien, mit dem Titel Doppelte Beschreibung der Schaffung des Menschen in Enki und Ninma, Atrahasis, sowie im Buch Genesis zu erwähnen. Kikawada stellt fest, dass in jedem dieser Texte zunächst eine allgemeine, umrissene Entscheidung über die Schaffung des Menschen gefunden wird, gefolgt von einer zweiten, detaillierteren und umfassenderen Beschreibung des Schaffungsprozesses. Damit haben wir die gesamte Geschichte der Schaffung des Menschen nach biblischen und sumerischen Berichten genau besprochen. Ich erinnere alle daran, dass die biblische Genesis nach wissenschaftlicher Meinung zwischen dem 700. und 500. Jahr vor unserer Zeitrechnung geschrieben wurde. Die mesopotamischen Texte, über die gesprochen wird, wurden zwischen 2400 und 1800 vor unserer Zeitrechnung verfasst, was sie über 1000 Jahre älter als die Bibel macht. Lassen Sie uns nun beide Berichte vergleichen. Laut der Bibel wurden die Menschen von Elohim und Jahwe erschaffen, während nach sumerischer Tradition die Anunnaki, genauer Enki und Ninhursag, für die Schöpfung des Menschen verantwortlich sind. In beiden Traditionen erscheint zunächst die Absicht, den Menschen zu erschaffen. Sowohl in der Bibel als auch in den mesopotamischen Texten wird die Entscheidung, den Menschen zu erschaffen, laut verkündet. Die Worte Elohim, lasset uns Menschen machen, nach unserem Bild, uns ähnlich, finden ihr Echo in der Entscheidung der Versammlung der Götter Anunnaki, den Menschen zu erschaffen. In beiden Fällen wird der Mensch nach göttlichem Ebenbild erschaffen, in der Bibel nach dem Bild von Elohim und in Mesopotamien nach dem Bild der Anunnaki. Sowohl in der Bibel als auch in den mesopotamischen Texten wird gesagt, dass sowohl Mann als auch Frau nach göttlichem Bild erschaffen wurden. Die biblische Erwähnung einer Frau, die nach Gottes Bild erschaffen wurde, war Gegenstand vieler Kontroversen. Während in den mesopotamischen Texten die Erschaffung von Mann und Frau nach göttlichem Bild ohne Geheimnisse und Spekulationen dargestellt wird. Beide Quellen berichten, dass den Menschen Pflanzen mit Samen gegeben wurden und beschreiben den Schöpfungsprozess des Menschen in 2 Schritten. Zuerst allgemein und dann detaillierter.
Beide Traditionen berichten, dass der Mensch geformt wurde. Die Bibel sagt, aus dem Staub der Erde, und die ältesten sumerischen Texte weisen ebenfalls auf die Erde als Material hin. Professor Kramer stellt fest, dass spätere mesopotamische Texte wie Atrahasis oder Enuma Elish von einem aus Erde, Blut und dem Körper der Götter geformten Menschen sprechen. Sowohl in der Bibel als auch in den mesopotamischen Texten erscheint die Figur des ersten besonderen Menschen, genannt Adam, sowie ähnliche Berichte über die Schöpfung einer Gruppe von Adami, Adamu und auch der Figur Adapa. Nach beiden Traditionen wurde der Mensch zur körperlichen Arbeit erschaffen. In der Bibel als Bauer oder Gärtner und in den mesopotamischen Texten zum Graben von Gräben und Bewirtschaften des Landes sowie zur Pflege von Flüssen und Kanälen. In beiden Geschichten wurde dem Menschen der Atem des Lebens verliehen. Obwohl die biblische Geschichte von Adam und Eva noch nicht in den mesopotamischen Texten gefunden wurde, erwähnen beide Traditionen einen göttlichen Garten, einen Ort auf der Erde, der von Gott oder den Göttern als perfekter Garten ohne Alter, Krankheiten, mit sanften Tieren bestimmt wurde. In beiden Fällen erscheint das Motiv der Rippe im Paradies, wenn auch in unterschiedlichen Formen. Laut sowohl der Bibel als auch den Sumerern lebten die ersten Menschen unglaublich lange und ihr Leben verkürzte sich drastisch nach der Sintflut. Die letzte Ähnlichkeit betrifft die Tatsache, dass nach beiden Traditionen die ersten Menschen ursprünglich Hirten waren und nach einigen Generationen begannen, Städte zu bauen. Wie wir gesehen haben, erzählt der Text des Eridu Genesis genau dasselbe. Im Text beobachten wir viele Ähnlichkeiten, jedoch treten auch Unterschiede auf. Die erste Unterscheidung ist die Tatsache, dass der biblische Text sich durch Bescheidenheit auszeichnet und nur wenige Aussagen enthält. Im Gegensatz dazu zeichnen sich die Aufzeichnungen aus Mesopotamien durch Reichtum und Detailliertheit aus, umfassend Tausende von Sätzen. Ein weiterer Unterschied betrifft die Tatsache, dass nach der Bibel die Erschaffung des Menschen das Werk des ausschließlich männlichen Gottes Jahwe ist, während in der sumerischen Mythologie der männliche Gott Enki und die weibliche Göttin Ninhursag daran beteiligt sind. Wie die Sumerologie Kramer, der Historiker Rohl sowie die biblischen Gelehrten Professor John Van Seters und Professor Nahum Sana betonen, lässt der Autor des Buches Genesis die Beteiligung der Göttin Ninhursag aus, um die Erzählung an den monotheistischen Kult Jahwes anzupassen. Der dritte Unterschied besteht darin, dass die vereinfachte und neuere biblische Version von Milliarden von Menschen als offenbarte Wahrheit und Wort Gottes anerkannt wird, während die umfangreichere und ältere Geschichte aus Mesopotamien als Mythos angesehen wird. Wir haben also zahlreiche Zitate und wissenschaftliche Meinungen hervorgehoben, die die klaren Ähnlichkeiten zwischen der biblischen und der sumerischen Geschichte der Erschaffung des Menschen betonen. Ich möchte daran erinnern, dass das Ziel dieses Videos eine vergleichende Analyse der biblischen und mesopotamischen Erzählungen ist und nicht die Erforschung des Ursprungs des Menschen, die ausführlich durch die Evolutionstheorie behandelt wird. Unser Hauptinteresse gilt der vergleichenden Analyse antiker Erzählungen. Wie Sumerologen, Historiker, biblische Gelehrte und Experten für Religionswissenschaften betont haben, beobachten wir identische Beschreibungen, Parallelen, Übernahmen und Motive, die von den Juden in den biblischen Text adaptiert wurden. Mit euch im Sinn habe ich die vollständige Geschichte der Schöpfung des Menschen rekonstruiert, basierend auf offiziellen Materialien, Zitat für Zitat. Wie immer soll der Film Informationen liefern und den Zuschauern die Freiheit lassen, ihre bevorzugte Interpretation zu wählen. Für einige stellen diese Geschichten einen authentischen Bericht über die Schöpfung des Menschen durch einen allmächtigen Gott auf übernatürliche Weise dar. Andere sehen sie als erfundene Geschichten, die nur dazu dienen, den Ursprung der Menschheit zu erklären. Wieder andere sehen darin die Beschreibung genetischer Ingenieurskunst, angewendet auf Hominiden durch kosmische Besucher, die als Götter verehrt wurden, um den intelligenten Menschen zu erschaffen. Vielleicht sind es nur Mythen. Uns interessiert jedoch im Moment die Tatsache, dass die Bibel von Anfang an aus den Geschichten der Sumerer schöpft, bezüglich des Turms von Babel, der laut Bibel in Sumer gebaut wurde, der Sintflut, die in Sumer stattfand, des göttlichen Gartens sowie der Schöpfung des Menschen selbst. Diese Informationen erreichen seit vielen Jahren nicht das allgemeine Bewusstsein, das von der jüdisch-christlich-islamischen Erzählung durchdrungen ist. Die sumerischen Geschichten werden in der Bibel in einer deutlich verkürzten und vereinfachten Form präsentiert. Ich lade euch zu einem kulturellen Meinungsaustausch im Kommentarbereich ein.